Ich glaube, ich nehme heute lieber Arcade, was die Musik angeht. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, es kam ja heute denn doch noch so ein Sneak raus, so will ich es mal gar nicht mal so sagen, sondern eher so ein Kurzvideo. 37 Sekunden könnt ihr euch angucken auf der Originalseite von Clash of Clans. Also steht diesmal auch wieder was in den News drin. Also wenn ich hier jetzt reingehe, beendet sich allerdings mein Air-Server, weil der mag das gar nicht, wenn ich plötzlich nach YouTube springe und dann wieder zurückkomme. Dann hängt der meistens. Das scheint mir aber ein Fehler in der Software zu sein, weil der das irgendwo zwar abspielen kann, aber danach findet er die Spur hier Richtung Spiel nicht mehr. Also guckt ruhig rein, denn ja, was ist das? Nach was sieht's denn aus, Toto? Er sieht eigentlich nach einem Golem aus, aber der Golem sieht irgendwie anders aus. Der Golem sieht irgendwie anders aus mit den aufgepflanzten Bäumen da oben. Und es ist, also das, ich habe hier eben gesessen und habe wirklich, ich will nicht sagen Tränen gelacht, aber ich habe schon derbe gelacht über den armen kleinen Barbaren, der auf den Kopf des Golems mit seinem kleinen Schwerterchen rumhackt. Ist schon wirklich witzig. Und dann stand da auch noch so eine ominöse Figur. Der sah ganz, ganz anders aus. Ja, was heißt ganz, ganz anders? Also der sah eigentlich auch aus wie, wie soll man sagen, wie eine Figur, die wir zwar schon kennen, aber die, ich glaube, den gibt es noch gar nicht, oder? Oder gibt es den schon? Ich weiß es gar nicht. Gibt es diesen Skin schon? Also echt krank, muss ich sagen, mit dem langen Bart. Das scheint mir, ja, mit dem Hammer ist es eigentlich ein King. Es ist eigentlich ein König mit dem Hammer. Es kann ja nicht jetzt wirklich der Warden sein. Aber ganz schlecht zu erkennen, was es eigentlich tatsächlich ist. Ich meine, okay, der Barbar ist offensichtlich der Barbar. Aber Join the Journey heißt das Video übrigens. Und wie heißt es eigentlich hier? Ah ne, hier steht nur News. Okay, also wenn ihr auf das Video geht, dann heißt es dort Join the Journey. Und ich fand es jetzt echt schon, muss ich sagen, also, ja, er sieht mächtig aus. Er hat ein bisschen schmächtige Beine, aber die Fäuste sind natürlich enorm und er klopft damit ja auch einmal richtig, richtig rein, aber was es damit auf sich hat, dass er so aus dem Boden kommt und so, da bin ich echt mal gespannt. Und Supercell macht es wieder ordentlich spannend hier für uns und haut diesmal keinen wirklichen Sneak raus, sondern einfach nur so ein kleines Video. Und dann kann sich die Meute da wieder darüber streiten, was er damit macht. Und wieso kriege ich eigentlich nie Truppen? Naja, da muss ich doch mal gerade zu anderen Waffen greifen, glaube ich. Denn so ein bisschen Clash of Clans spielen wollen wir natürlich schon. Aber ich habe auch noch was für euch. Und zwar geht's da wieder so ein bisschen um die nächste Liga. Also der Sneak ist nicht rum. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was da kommt. Und ich bin auch mal gespannt, was da für uns kommt. Denn heute ist wirklich nichts durchgesickert, was so als nächstes reinkommen könnte. Sondern im Moment ist alles wirklich sehr, 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 sehr stumm und sehr, sehr leise. Ich meine, ich denke mal, es wird natürlich Leute geben, die wissen schon, was kommt. Weil vor gar nicht allzu langer Zeit waren ja ein paar, ich will es mal so sagen, Content-Kreatoren in Helsinki und die werden da irgendwas gemacht haben, ne? Geht ja nicht anders, also irgendwas werden die dort geschraubt haben, aber wenn ich schon heute schon mal das zweite Mal da bin für euch, dann muss ich darauf hinweisen, dass wir ja wieder Liga haben und ich habe heute gesehen, dass wir viel zu wenig Leute, ich meine, wir sind 49 hier, ja, aber irgendwie sind wir viel zu wenig, denn wenn ich mal nach höchster Rathauslevel filtere hier, dann sehen wir hier, wir sind 09 Rathaus 14. Wir brauchen mehr Rathaus 14 hier. Ansonsten müssen wir nämlich wieder, wir gehen einfach mal bis zur 15 runter. Da haben wir den A, nee, bis, also wir haben dann, wir müssten dann mit tatsächlich 6 Rathaus 13ern antreten. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, mit 6 13ern und einem 12er
Und das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Eigentlich wollte ich das nicht machen. Ich wollte ganz, ganz sicher aufsteigen in die Meisterliga 2. Und dafür sind halt 14er, ich meine 13er gehen noch. Aber ein 12er da unten geht eigentlich gar nicht. Ich meine, wir sind jetzt erstmal ja in Kristall 1. Da kann es natürlich sein, dass wir in der Konstellation das doch noch schaffen werden. Dass wir erstmal wieder nach Meister 3 kommen, um dann nächste Saison nach Meister 2 aufzusteigen. Aber ich habe es echt gerade gesehen, dass wir wirklich, wirklich wenig sind. Ich meine, hier sind ja viele reingekommen und viele sind hier Twinks. Also ich habe auch schon Aufforderungen bekommen, wenn es zu eng wird, dann kannst du den wieder rausschmeißen und den auch. Ich muss mir eh mal Gedanken machen um die Liga, wie wir das machen mit den ganzen vielen Zehnern. Ob wir da einfach einen neuen Clan aufmachen, also nicht in Deutschland spielen, sondern wir machen einfach einen neuen Clan aus. Nur mit Zehnern von mir aus oder nur mit 11 und 10. Und ja, vielleicht auch mit 12. Dann können wir auch gleich nach Deutschland gehen. Allerdings hocken die auch in Kristall, ich weiß gar nicht, 3 glaube ich drin. Und letzte Saison hat gnadenlos untergegangen, aber ich glaube, das lag irgendwie auch an der Konstellation. Aber wie gesagt, ich mache mir jetzt schon ein bisschen Gedanken. Es ist noch ein paar Tage hin. Ich gucke mal gerade, ob das Wort schon in den Ereignissen. Ja, 4 Tage, 19 Stunden, aber man kann ja nicht früh genug drauf eingehen, dass wir hier auch so ein bisschen suchen. Naja, ein bisschen Clash of Clans wollen wir wenigstens machen. Ich habe diese fürchterliche Armee von heute wieder am Start oder die ihr eigentlich heute schon gesehen habt bei mir, wo ich ja wirklich absolut traumhaft mit geschwächelt habe. So muss man es ja schon bald sagen. Wirklich traumhaft mit geschwächelt habe. Der hat aber richtig Ressourcen hier von uns. Aber ich habe gar kein Clanspiel dabei. Ich habe kein Clanspiel dabei. Ne? Warte mal, Kampf beendet. Ich habe kein Clanspiel dabei, Freunde. Denn ich weiß nicht, ob ich hier doch noch auf die 4000 Pokale gehe, denn ich würde gerne diesen Hammer da haben und die Goldrune. Beides möchte ich ganz gerne haben, weil ich kann noch einen Hammer ausgeben, dann habe ich wieder einen. Und vom Update habe ich ja gesagt, will ich ein bisschen maxed werden. Und deswegen glaube ich, nehme einfach noch ein Spiegelchen mit hier. Was müssen wir hier machen? 4000 Dunkles, jups. Echt nur 4000? Alter. Clanspiele sind einfach zu einfach geworden. Ich meine, okay, wenn ich den jetzt angreife, habe ich natürlich verbockt, weil, der hat ja richtig Ressourcen für mich. Krasse Nummer hier. Da müsste ich natürlich von dieser Seite hier rein. Ganz klar. Da muss ich einmal von der Seite rein. Und dann nehmen wir hier mal 2 Handhardner gleich rein. Mal sehen, ob wir... Wir wuteln die mal doch hier, würde ich sagen. Und ich musste sie schon zünden. Ach, herrjene, okay. Ach, jetzt musste ich die schon zünden, okay. Und da ist noch mal was. Eben mal was gezogen hier. Ich habe das Teil ja jetzt doch dabei. Okay, das Problem ist nur, wo setze ich dieses Ding hier jetzt ein, weißt du? Dann machen wir das so. Die Queen will noch nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Okay, das ist nicht so schlimm. Und von hier nehmen wir mal 2 Ballons mit rein. So, wo ist unsere Schnitty? Oh, da haben wir ein bisschen was an Clanbruch, habe ich gerade gesehen. Und, mein Gefährt läuft da natürlich ganz, ganz komisch. Alles klar. Mein Gefährt läuft hier ganz, ganz komisch. Upsala. Den nehme ich diesmal beim Luftpart. Ich muss sie mal eben ein bisschen unsichtbar machen hier. Aber nur so ein bisschen. Und okay. Aber ich glaube, mehr geht nicht, ne? Jo, mehr geht nicht, okay. Machen wir denn hier jetzt weiter? Dann machen wir hier mal weiter. Würde ich sagen. 1, 2, 3. Einmal den hier rein. Den Borden mit hinzu. 1, 2, 3. Und dann sollen die sich hier ein bisschen beeilen. Der Scattershot macht mir nämlich einiges kaputt hier. 1, 2, 3. Und vielleicht nicht ganz so doll schießen dort. Das geht aber noch ganz gut. 1, 2, 3. Dann bringen wir die hier mal ein bisschen in Wut. Mal sehen, ob wir hier noch so ein bisschen was reißen können. Ja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ach, geht ja noch. Ist noch in Ordnung für mich, Leute. Absolut, denn das ist immer noch so ein bisschen nicht so wirklich meine Angriffsstrategie hier, so will ich es mal sagen. Und mal sehen. Oh ne, die Luftbombe da.
ich wollte jetzt hier mit Masse noch den Magierturm schaffen, aber auch meine Ballons sind noch am Start, okay? Naja, es wird. Naja, was heißt es wird? Es wird. Gibt Schlechteres von mir abzuliefern. Und ich habe jetzt aber gerade schlecht gebaut, denn ich brauche das andere Teil. Den brauche ich jetzt nicht, sondern jetzt brauche ich, glaube ich, diesen hier. Und zwar, wie heißt das Teil? Mir fällt es manchmal nicht ein, wie diese Belagerungsmaschinen heißen. Kampfholzwerfer, meine Herren. Naja, egal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh, ist jetzt doch etwas länger als 10 Minuten geworden. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bleibe in jedem Fall an den Snakes mit dran und bin jetzt wirklich mal gespannt, was noch so auf uns zukommt. Aber das hier heute war schon wieder, also zumindest für meine Lachmuskeln. Ich werde wieder ein Jahr älter. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Crasht.